Manche Leute wissen nicht, dass man auf dem Handy einen YouTube-Livestream starten kann. Und ich möchte diesen Leuten jetzt Schritt für Schritt erklären, wie das Ganze funktioniert. Bevor ich das jedoch mache und das Video starte, möchte ich die Leute da draußen daran erinnern, dass sie meinen Kanal abonnieren. Also bitte, bitte abonniert meinen Kanal, drückt auf den Abonnier-Button, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video in der Zukunft mehr verpasst. Okay, jetzt zeige ich euch Schritt für Schritt, wie man mit dem Handy einen YouTube-Livestream starten kann. Beginnen wir mit Schritt Nummer 1. Um auf YouTube über das Handy livestreamen zu können, muss die YouTube-App auf dem Handy installiert sein. Das heißt, ist die YouTube-App bereits schon auf dem Handy installiert, braucht ihr sie nicht herunterzuladen. Aber ist sie nicht installiert, muss die App heruntergeladen werden. Und deswegen schaut nach dem Store oder was auch immer. Und wenn die YouTube-App nicht installiert ist, dann ladet die YouTube-App herunter. Schritt Nummer 2. Installiert die YouTube-App auf euren Handys, sofern sie nicht schon installiert ist. Schritt Nummer 3. Meldet euch mit eurem Google- oder YouTube-Account auf der YouTube-App an. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also bitte, bitte meldet euch mit eurem Account auf der YouTube-App an. Schritt Nummer 4. Ihr seid auf YouTube schon ein bisschen aktiv gewesen und ihr seid mit der YouTube-App schon ein bisschen aktiv. Dann habt ihr die Möglichkeit, mit YouTube live zu streamen. Und der Schritt Nummer 4 folgt folgendermaßen. Wir sehen hier unten diese Leiste und dann klicken wir hier mitten drauf, hier auf das Kreuz, und dann sehen wir, dass sich hier eine Liste öffnet, und dann wählen wir aus, hier Livestream starten. Schritt Nummer 5. Wir klicken jetzt auf Livestream starten. Schritt Nummer 6. Wir sehen hier dieses Fenster, das sich öffnet, und dann stellen wir hier alles ein, was wir für den Livestream hier brauchen, und machen den Livestream fertig. Schritt Nummer 7. Bevor wir den Livestream starten, müssen wir das Handy vorher noch optimal platzieren, sodass wir die Möglichkeit haben, den Livestream auch optimal mit dem Handy zu starten. Und der letzte Schritt ist, dass wir den Livestream starten und nun mit dem Handy livestreamen können. So, das waren also die Schritte, die man braucht, um mit YouTube auf dem Handy livestreamen zu können. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann lasst ein Abo da, dann lasst ein Like da, dann lasst ein Kommentar da. Supportet mich weiter, empfiehlt mich weiter, und für alle anderen, die mich abonniert haben, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank für alles andere, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!